Sie sind stammen aus Lettland und Litauen, haben Ihre Familienangehörigen verloren, Ihre Eltern wurden ermordet, Ihre Geschwister, Ihre komplette Familie. Sie haben Ihre Heimat verloren, Ihre Besitztümer. Sie wurden damals nach der Besetzung der Deutschen nach Stutthof deportiert und dort festgehalten. Es geht Ihnen nicht darum, dass jetzt der hochbetagte alte Mann 94 Jahre ins Gefängnis kommt und leidet, sondern es geht Ihnen eigentlich nur darum, dass Gerechtigkeit widerfährt, wenn es auch nur ein Stückchen ist. Dem Angeklagten werfen wir Beihilfe zum Mord in mehreren hundert Fällen vor, unter anderem, weil in Stutthof, in dem er als Wachmann eingesetzt gewesen war, vergast worden ist, es ist durch Genickschussanlagen getötet worden, man hat die Leute verhungern lassen, erfrieren lassen. Es gibt kaum eine Tötungsart, die es in Stutthof nicht gegeben hat.